Sorry, dass wir stören, du hast wirklich lang gepennt und du sagtest selber, wake me up, when September ends. Einen Abdruck auf der Wange, deine Augen sind verschliert, müde lächelnd fragst du, was ist 2020 so passiert? Setz dich erstmal, Billy, hier ein sehr starker Kaffee, man muss dabei gewesen sein, um das alles zu verstehen. Die Frage ist nicht, was passiert ist, nur wo fängt man an? Und dann brachten wir ihn auf den neuesten Stand. Was? Begann schon an Silvester, als die Affen brannten. Trump mit einer Drohne, beinahe den Irankrieg anfing. Der Himmel über Sydney rot, Australien stand in Flammen. Während wir unweit irgendwer das Dschungelcamp gewann. Im Februar fiel uns allen auf, das System hat Risse. In Erfurt fiel ein Blumenstrauß, in Hanau fielen Schüsse. Ach so, das mit der Maske, ja, die hat man jetzt dabei. Aber mehr zur Pandemie in Stufe 3. Alles war zu Ende. Wir kauften sehr viel ein. Wir wuschen uns die Hände. Das hat so gut funktioniert. Wirklich ungelogen. Jeder Deutsche hatte plötzlich einen Lieblingsvirologen. Europa macht die Grenzen dicht, jetzt plötzlich auch für uns. Hilfe für die Lufthansa, Mitleid für die Kunst. Und jetzt hol nochmal tief Luft, falls du dachtest, das war's. Triggerwarnung Kobi, falls du Basketball magst. Fuck, es gibt Rassismus, bemerken wir mal. Wir posten schwarze Kacheln, dachten, jetzt ist es vorbei. Zweimal demonstrieren, es hat leider nicht geklappt. Es gibt immer noch Rassismus, doch wir hassen jetzt die Taz. Was? So. Auch wenn ich nicht seiner Meinung bin, sozialer Friede ist mir wichtiger als Recht. Ja, das dritte Kraftklub-Album war gar nicht so schlecht. Die besten Star Wars-Filme sind für ihn Teil 1 bis 3. Ich zwinge mich zu nicken, ich hab keinen Bock auf Streit. Harry Potter ist für ihn ein Kinderbuch. Äußerliche Zustimmung, innerlich Cruciatus Fluch. Bitte denk nicht, dass ich dich jetzt weniger scheiße finde als früher. Mein Harmoniebedürfnis hat tatsächlich andere Gründe. Es gibt so viele Idioten auf der Welt, du fällst schon gar nicht mehr auf. Es gibt so viele Idioten auf der Welt, mein Hass reicht nicht aus. Es gibt so viele Idioten auf der Welt, du wirkst auf einmal so klug. Es gibt so viele Idioten auf der Welt, mein Hass ist nicht genug. In Zeiten von politisch großen Gegensätzen muss man, was den Hass angeht, schon Prioritäten setzen. Solange Neonazis anderen Leuten Prügel geben,
kann ich deinen Junggesellenabschied dir nicht übel nehmen. Ja, dein neues Bayern-Trikot finde ich wirklich schick. Du bist ein Döner in der S-Bahn. Guten Appetit. Das Motto, mit dem ich ab heute durchs Leben gehe. Lautet, leugne nicht den Holocaust, dann finde ich dich okay. Aber bitte denk nicht, dass ich dich jetzt weniger scheiße finde als früher. Mein Harmoniebedürfnis hat tatsächlich andere Gründe. Es gibt so viele Idioten auf der Welt, du fällst schon gar nicht mehr auf. Es gibt so viele Idioten auf der Welt, mein Hass reicht nicht aus. Es gibt so viele Idioten auf der Welt, du wirst auf einmal so klug. Es gibt so viele Idioten auf der Welt, mein Hass ist nicht genug. Auf einer Skala von 0 bis Ken Jebsen kommt die Menschheit erstaunlich gut weg. Solange Erika Steinbach noch lebt, finde ich dich okay. Wenn Julian Reichen noch hörbar ist, dreh Mark Forster ruhig laut auf. Drastische Zeiten, drastische Maßnahmen tun nun mal weh. Doch wenn die Rechte besiegt, die Umwelt gerettet und Luke Mockridge gecancelt ist, werde ich dich wieder fragen. Junge, was ist falsch bei dir? Es gibt so viele Idioten auf der Welt, du fällst schon gar nicht mehr auf. Es gibt so viele Idioten auf der Welt, mein Hass reicht nicht aus. Es gibt so viele Idioten auf der Welt, du wirkst auf einmal so klug. Es gibt so viele Idioten auf der Welt, mein Hass ist nicht genug. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind das Lumpenpack und das hier ist der Rockpalast. Und das eher ein Rockpalast steht für Rock. Seid ihr bereit, den Immobilienpreis dieser Bruchbude in den Himmel zu heben? Ich hab nur ein Ziel, ich will wahnsinnig viel Freizeit, aber dabei viel Geld auf meinem Konto, ein Haus, ein Boot, ein Huhn. De facto, ich will reich sein und wenig dafür tun. Er will reich sein, er will wenig dafür tun. Ich ging zur Berufsberatung, machte einen Test, ich setzte ein paar Kreuze und seit dem Tag steht fest. Ich hab kein Gewissen, aber ein Herz aus Stein. Es gibt nur einen Weg, ich muss Vermieter sein. Vermieten kann jeder, denk jetzt schon an später. Niemals war es leichter, wer reich war, wird reicher. Reich, reicher, am reichsten, auch er muss was leisten. Vermieter was zu reißen. Ich bin gut, die mich nicht kümmern. Bin sehr schlecht zu erreichen. Ich hasse jede Form von Tieren. Studenten hasse ich auch. Komm mir bloß nicht mit Gitarren. Krieg ein Kind und du fliegst raus. Und schon bist du obdachlos. Und ja, es wird so einfach, wenn sich Geld von selbst vermehrt. Doch ich habe mir das alles über Jahre hart ererbt. Jeder tun, dann lauf mal ein paar Meilen in meinem Segelschuh. Vermieten kann jeder, denk jetzt schon an später. Niemals war es leichter, wer reich war, wird reicher. Reich, reicher, am reichsten, auch sie muss was leisten. Thank you.
verspielt und verdiene dabei Geld. Ich fliege einfach so ins All und verdiene dabei Geld. Ich spiele mit 18 FDP und verdiene dabei Geld. Ich schredder meinen Banksy selbst und verdiene dabei Geld. Ich schredder generell recht viel und verdiene dabei Geld. Den Menschen alles Liebe und ein bisschen mehr Respekt. Ich ziehe in den Wald, wo mich niemand hört und sieht. Da schäme ich mich nicht und spiel den ganzen Tag lang Wii. Sie greifen nach den Sternen, ich verstehe nicht das Konzept. Leute, das sind Sonnen und sie sind verdammt weit weg. Ich ziehe in den Wald, hier ist niemand weit und breit. Ich hole ganz tief Luft und werfe einen Strike. Im Sommer soll es warm sein, im Winter etwas Schnee. Ein Akku, der lang hält und jederzeit 5G. Gerade sein lassen, Sisyphos lass rollen. Es kann doch nicht so schwer sein, es leicht haben zu wollen. Ich will einfache Gefühle, mein Essen gern vegan, einen Mittelklassewagen und mal einkaufen zu fahren. Ich wohne jetzt im Wald, hier gibt's alles, was ich brauch. Dank der neu geteerten Straße findet Hermes mich jetzt auch. Sie schweifen in die Ferne, ich verstehe nicht das System. Mein Bett steht nah am Kühlschrank und ich brauch mich nie bewegen. Ich wohne jetzt im Wald, etwas einsam ist es schon. Ich tausche ein paar Bäume gegen Menschen und Beton. Im Sommer soll es warm sein, im Winter etwas Schnee. Ein Akku, der lang hält und jederzeit 5G. Gerade sein lassen, Sisyphos lass rollen. Es kann doch nicht so schwer sein, es leicht haben zu wollen. Supermarkt am Eck, ein Spielplatz für die Kinder, guter Nahverkehr wäre nett. Einfache Gefühle, etwas Sonne im Gesicht, Bäume spenden Schatten, Ketten segen Licht. Einfache Gefühle, trotzdem ist mir kalt. Ich hab alles, was ich brauche und sehne mich nach Wald. Im Sommer soll es warm sein, im Winter etwas Schnee, ein Akku, der lang hält. Jederzeit 5G, gerade sein lassen, Sisyphos lass rollen. Es kann doch nicht so schwer sein, es reicht haben zu wollen. Es kann doch nicht so schwer sein. Es kann doch nicht so schwer sein, es reicht haben zu wollen. Der Wind treibt Blätter vor sich her und seine Worte an mein Ohr. Der steht schon länger hier und trägt vorbei eilende vor. Was die da oben sich erlauben, was sich im Verborgenen tut. Man lässt den Steuerzahler glauben, der Fortschritt tut uns gut. Deutschland ist eine Firma und Impfen ist Tabu. Merkel ist kein Mensch, weiß er von Xavier Naidoo. Ich stand zwischen all den anderen und lauschte. Er war gut darin, Passanten anzuziehen. Nach 10 Minuten Predigt eine Pause. Da stellte ich mich sehr dicht vor ihn hin und sagte, hau mich mal an. Das kann doch nicht dein Ernst sein, das kann doch keiner ernst meinen. Hau mich mal an. Ich wäre wirklich überrascht, hättest du mich vom Schnaps genascht. Ich riech es bis hierher. Du stinkst nach Haschisch und Likör. Der Regen schlägt ans Fenster und sieh mir ins Gesicht. Sie saß hier wohl schon länger und sie wartete auf mich. Doch ich kam ja zu spät und sie deshalb zum Entschluss, dass wenn ich heute geh, es für immer sein muss. Die Sachen schon gepackt, da vorne ist die Tür. Bevor du sie gleich zuziehst, lass deine Schlüssel hier. Ich stand aufgelöst im Hausflur und ich lauschte.
hatte sich schon immer gut gestritten. Nach 10 Minuten Heulkrampf eine Pause. Da legte ich ihr den Finger auf die Lippen und sagte: Hau mich mal an. Das kann doch nicht dein Ernst sein, das kann doch keiner ernst meinen. Hau mich mal an. So wie du hier gerade zeterst, merkt man, dass du einen Tee hast. Ich riech es wie noch nie. Du stinkst nach Gras und Mon Cherie. Die Welt dreht sich um mich, nur der Schlüssel nicht im Schloss. Ich wundere mich kurz, da brennt noch Licht im Erdgeschoss. Dann ist da schon ein Schatten und schon öffnet sich die Tür. Nachts halb drei in Deutschland und Mama steht vor mir. In dieser Situation greift meine Superfähigkeit. Die gute Nacht zu Mama sagen, Mini-Nüchternheit. Gut artikuliert und ohne Stottern vorgebracht. Sie fragt: Wo kommst du her? Und ich sag: Gute Nacht. Trotzdem riecht sie Lunte, in den Augen ist der Zorn. Mir bleibt kein anderer Ausweg, nur die Flucht nach vorn. Ich sage: Hau mich mal an. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Die Fahne kommt von mir. Das nicht ironisch genug, bricht plötzlich einer im Moshpit zusammen und spendet ungefragt Blut. Und du witterst die Chance, es allen zu zeigen. Man sieht dich in Zeitlupe rennen. Hinter dir flattert ein Pendel im Wind, unterm Arm hast du Heilerde klemmen. Du drängelst dich durch und vorne schreit einer: Ist ein Arzt hier im Haus? Und du rufst:
Ja. Und alle lachen dich aus. Verkannt und verlacht, ich bezahle dich bar, weil die Kasse nicht mal abhabt. Heilpraktiker, verlacht und verkannt, im Mittelalter hätte man euch noch verbracht. Heilpraktiker, kannst du mir Globuli geben? Ich will tanzen wie Jonas und für immer leben. Schwarze T-Shirts, natürlich Größe M, doch das nur für die Metapher, eigentlich sind die zu eng. Marc ist durchschnittlich zufrieden, wobei da muss man fair sein. Das Leben ist ein Metzger, es darf gerne etwas mehr sein. So kommt ihm die Erkenntnis nach einer Durchschnittsmenge Wein. In diesem durchschnittlichen Dasein muss doch mehr zu holen sein. Entsteht der mittelalte Markt auf einem mittelalter Markt, wo er mit Plastikschild und Schwert sich gegen Midlife-Crisis wehrt. Martialisches Geschrei im Spiel von Laute und Schalmei. Ein Gefecht im Abendrot, bis alle tun, als wären sie tot. Tun, als wären sie tot. Bis alle tun, als wären sie tot. Oh. Er ist hier ein Ritter, stammt aus edlem Geschlecht. Ein streitlustiger Kerl, aber gerecht. Die Familie wurde erschlagen. Das klingt so viel interessanter, als ich bin Marc und komm aus Hagen. Sein Schwert ist zwar aus Plastik, doch muss man vorher sagen, es macht bei jedem Treffer plus 3 Feuerschaden. Jetzt sitzt er am Lagerfeuer, es kreisen Hörner voller Met. Keiner fragt, was macht die Arbeit, niemand will wissen, wie es ihm geht. Dort, wo Pappmaché und Latex das wahre Ich verbergen, kann er der Mensch sein, der er ist. Zwischen Elbenhorst und Zwergen steht der mittelalte Markt auf einem mittelalter Markt, wo er mit Plastikschild und Streitachs endlich mal irgendwo reinpasst. Martialisches Geschrei umspielt von Laute und Schalmei. Ein Gefecht im Abendrot, bis alle tun, als wären sie tot. Bis alle tun, als wären sie tot. Bis alle tun, als wären sie tot. Tag. Der Lärm der Schlacht hat sich gelegt. Sie brechen langsam Zelte ab. Es riecht nach Schweiß und Pubertät. Marc ist nicht mehr mittelalt. Draußen ist jetzt Renaissance. Gegen Fortschritt und die Zeit hat man mit Schwertern keine Chance. Morgen tauscht er wieder Rüstung gegen ein schwarzes, enges Shirt. Seine Eltern sind am Leben, Hagen leider nicht zerstört. Marc ist kein Adonis, er ist nicht besonders stark, doch das muss man auch nicht sein, wenn man 3 Feuerschaden hat. Bist du mein Leben?
zerstören. Schreib's mir in die Kommentare, lass mir eine Wanne ein, in der ich dann in Selbstsass bade. 100 Leute mögen's, outen sich als Fan. Nur einer hat noch nie etwas Schlechteres gesehen. Und das nehm ich mit nach Hause, nehm ich mit ins Bett. Torben 87, finde dich bin Dreck. Und wenn es draußen dunkel wird, frag ich mich, ob es stimmt, ob dieser Song nach Nägeln auf der Schiefertafel klingt. Ich würde gerne sagen, das nicht trifft. Ich würde gerne sagen, dass da nichts in mir zerbricht. Ich wünschte, dass du nichts in mir bewirkst. Doch am Ende wünsche ich mir, dass du mich magst oder stirbst. Vielen Dank für Ihren sehr, sehr konstruktiven Hass bei genauerer Betrachtung. Korrekt, ich bin ein Spast. Das ist auch gar nicht lustig. Gut, dass es jemand sagt. Und ob ich mir hierbei Mühe gebe, hab ich mich nie gefragt. Ich sende liebe Grüße in die Anonymität. Vielen Dank für die Bewertung meiner Sexualität. Und für Kommentare zu Fresse, Arsch und Bauch. Ach, und Frauen geht das immer so. Wir halten die was aus. Ich würde gerne sagen, dass mich das nicht trifft. Dass du nichts in mir bewirkst. Doch am Ende wünsche ich mir, dass du mich magst oder stirbst. Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht von meinem Leben, weil es in meinem Freundeskreis nur Pädagogen gibt. Nehmt es mir nicht übel, ich liebe euch, ich schwör, doch ich tausch drei Lehrer gegen einen Monteur. Ich tausch drei Lehrer gegen einen Monteur, was ist nur passiert? Wo bin ich falsch abgebogen? Warum sind meine Freunde Pädagogen? Es ist schön, dass ich euch kenne. Es macht Spaß, mit euch zu plauschen. Ihr habt nachmittags oft Zeit. Ihr habt immer was zu rauchen. Aber wenn bei mir ein Ohr platzt, seid ihr wirklich zu nichts nütze. Ihr seid zwar alles Lappen, aber trotzdem gibt's eine Pfütze. Es schießt Wasser aus der Wand. Keiner hilft beim Reparieren. Ihr seid nicht gut mit Zangen, aber gut im Diskutieren. Ich bin nicht wütend, nein. Ich bin enttäuscht von meinem Leben, weil es in meinem Freundeskreis nur Pädagogen gibt. Nehmt es mir nicht übel, ich liebe euch, ich schwör, doch ich tausch drei Lehrer gegen einen Monteur. Was ist nur passiert? Womit hab ich das verdient, dass meine Freunde Lehrerinnen sind? Ingenieure, Fliesenleger oder Fliesenlegerinnen, Architekten, Handwerksmeister, sind Freunde, die was bringen. Urokardioproktologen, der Termin am nächsten Tag. Straffamilien und Zivilrecht, jemand, der einen Sprinter hat. Bau mein Haus, streich meine Wohnung, schneid mein Haar und impf mein Kind. Schnell und schwarz und nicht so teuer. Dachte, dass wir Freunde sind. Fortgeschritten teuer. Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht von meinem Leben, weil es in meinem Freundeskreis nur Pädagogen gibt. Nehmt es mir nicht übel, ich liebe euch, ich schwör, doch ich tausch drei Lehrer gegen einen Monteur. Was ist nur passiert? Ist
das hier ein schlechter Witz? Warum können alle meine Freunde nichts? Pädagogen, schlecht frisiert und gut erzogen, harte Hand und weiche Drogen, stumpfe Schere, Bastelbogen. Morgens paar Gedichte lesen, danach in Geschichte dösen, Stuhlkreis zum Konflikte lösen. Die Elternabende sind hart, denn wenn man da die Eltern fragt, alle Kinder hochbegabt. Im Sommer geht's 6 Wochen weg, Economy mit EasyJet, die Rotstifte im Handgepäck. Jetzt hört ihr dieses Lied und fragt, warum wir euch blamieren. Gegenfrage gibt es gerade nicht zu korrigieren. Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht, weil es in meinem Freundeskreis nur Pädagogen gibt. Ich liebe euch, ich schwöre, doch ich tausche 3 Lehrer gegen den Monteur. Ich tausche euch alle gegen den Monteur. Stimmt, gib mal ein F, F. Näher komm ich dem F. Nie wieder. Ich muss heute noch einen Brief an Takamine schreiben, das ist die krasseste Gitarre aller Zeiten. Die macht gar nichts verkehrt. Macht gar nichts, ne? Die ist einfach für die Temperatur gemacht. Ist einfach für 5 Grad ausgelegt. Das ist eine russische, eine sibirische Gitarre. Konzerten kommen Leute oft und sagen, sie seien Fan. Sie würden selbst Cajon spielen, haben wir mal Bock zu jammen. Bläserstreicher, Alphornspieler wollen die Band erweitern, doch die ahnen alle nicht, dass wir nicht immer nur zu zweit waren. Es war anders, als man es aus den Lokalzeitungen kennt. Vorhang auf für die Tragödie vom Rest der Band. Der Drummer unserer Gruppe, er spielte schnell und hart, es ging vieles kaputt, Trommelfälle bei der Art. Seine Double Bass berüchtigt Zieres Mauerwerke ein. Der Gig vom Kölner Stadtarchiv sollte sein letzter sein. Es war anders, als man es aus den Lokalzeitungen kennt. Vorhang auf für die Tragödie vom Rest der Band. Unserer Bassistin geschah es ein Fauxpas im Feld. Jetzt ist sie leider arbeitslos und wählt die AfD. Es war anders, als man es aus den Lokalzeitungen kennt. Vorhang auf für die Tragödie vom Rest der Band. Unsere zweite Geige, sie ging nach einem Streit. Beim Rest der Streicher haben wir es uns in Folge auch vergeigt. Einer spielte Schellenkranz, wir waren schon per Du. 2 Wochen, bis wir merkten, der gehört gar nicht dazu. Hau ab, du Typ mit Schellenkranz, haben wir ihn gebeten. Ihm gehörte voll viel Zeug, er ging mit Pauken und Trompeten. Es war anders, als man es aus den Lokalzeitungen kennt. Vorhang auf für die Tragödie vom Rest der Band. Der Band vorstellen zu dürfen. Er ist uns sehr ans Herz gewachsen und in diese Band hinein. Deshalb, lieber WDR, heißt ihn zu Hause an den Empfangs oder im Internet. Herzlich willkommen! Ein Teil kommt aus Bochum und heißt Jason Bosch! Sie beherrscht 4 Seiten. Besser als andere dieser Bands mit 6 tun könnten. Sie sorgt für die Frequenzen, die in Mägen fahren und Gefühle entstehen lassen. Sie kommt aus Ulm und heißt Lola Schrode.
an waren wir zu viert und wir machten große Kunst. Wir feuerten die Sänger, noch mehr Geld für uns. Die zwei letzten Background-Tänzer sind jetzt alles, was man kennt. Zwei sexy Background-Tänzer, die man Max und Jonas nennt. Und das war die Tragödie vom Rest der Band. Miriam schreit, Miriam weint, Miriam stürmt, beide Fäuste geballt, hoch in ihr Zimmer, dort auf ihr Bett, knallende Türen begleiten den Weg und selbst ihre BFF kann sie heute nicht verstehen, die Welt ist gemein, die Menschen schlecht, sie will heute niemand mehr sehen und Muttis Mascara verläuft. Auf Zornes geröteter Wand, die weißen Zähne gefletscht, hinter der obligatorischen Spange. Sie will endlich mal länger als nur bis halb zehn. Stefanis Mama hat da auch kein Problem. Das ist echt voll peinlich, als Erste zu gehen. Einmal dazugehören, das wäre schön. Miriam, spar jede Träne. Das sind keine Probleme, solange dich ein Gedicht von Julia Engelmann noch aufheitern kann. Und Miriam trampt, Miriam tobt, sie hat dieses Stück schon so häufig geprobt. Sie macht richtig viel Lärm, damit Mama es hört. Und wenn die dann klopfen kommt, wird ignoriert. Die werden schon sehen, was sie davon haben. Sie ist heute bestimmt nicht mit denen zu Abend. Fick die Kartoffeln, fick den Spinat. Ab nächsten Sommer aufs Internat. Das Zimmer bei Mama, das ist kein Hotel. Vielmehr ein Gefängnis, die Gitterpastell. Der Blick in den Garten, sie kann's nicht mehr sehen. All dieser Rasen und sie muss ihn mähen. Miriam, spar jede Träne. Das sind keine Probleme, solange dir ein Matthias Schweighöfer-Film noch Mut machen kann. Doch ganz ehrlich, Miriam, es steht noch so vieles an. So viele Handys, die du nicht gekauft kriegst. So viele Dinge, nur unter Aufsicht. So viele Schwindel, bei denen du auffliegst. Den Boy deiner Träume, den wirst du finden. Und Miriam, glaub mir, die Pickel verschwinden. Pastellfarbene Wände kann man überstreichen. Aber kein tätowiertes chinesisches Zeichen. So manch ein Verbot wird dich irgendwann freuen. Auch wenn im Moment nichts hilft außer Schmollen. Schau schnulzige Filme, weine ein bisschen. Iss drei Pötte Eiscreme, Schoko und Chips. Denn wir verraten dir eins, Spoiler Alert, dass es nie wieder einfacher wird. Denn eines Tages, Baby, eines Tages, Baby, werden wir alt sein und über all die Probleme lachen, von denen wir einst dachten, sie irgendwann mit genug Geld lösen zu können. Miriam, spar jede Träne, das sind keine Probleme, solang. Miriam, spar jede Träne, das sind keine Probleme, so lang. Dir ein Konzert einer sehr guten Punkband und dem neuen Rest der Band noch Spaß machen kann. Bist bereit? Es
Ich glaub, ich lag am See, als der Klimawandel kam. Man fuhr nochmal nach Hamburg, nochmal nach Amsterdam. Eine letzte Kreuzfahrt, nochmal Pinguine live. Klar sahen wir es kommen, drum haben wir uns beeilt. Jetzt ist Mitte März, 30 Grad, ich creme meine Falten ein. Neues Herz, weißes Haar, es wird warm im Altenheim. Ganz im Ernst, muss der Land zwischen Meer und Alpen sein. Mitte März, ich will Strand, denn es wird warm im Altenheim. Ich lag auf meinem Handtuch um mich rum, da wuchs der Strand, ein seltsames Gefühl. Als die Sonne nicht mehr sang, als der Regen nicht mehr fiel, war das auch schon ganz egal. Die Welt total im Eimer, doch der Tag phänomenal. Doch ein letztes Foto, auf dem endlich was passiert, helle Farben. Liebe Grüße, war wunderbar mit dir. Dann blieb nichts mehr zu tun und das hieß in Konsequenz eine möglichst hochgelegene Senior. Mitte März, 30 Grad, ich creme meine Falten ein. Neues Herz, weißes Haar, es wird wahr. Warum hast du nichts getan? Und ich fuhr immer mit der Bahn, ich fuhr immer mit der Bahn. Und fürs Klima, warum hast du nichts gemacht? Ich kaufte alles regional, es hat einfach nichts gebracht. Und dass das Meer kam, warum hast du nichts unternommen? Ich bin immer gern geschwommen, ich bin immer gern geschwommen. Bitte lasst mich in Ruhe, Hallemann raus. Wir sind zehnmal. Ready, set? Let's fucking go! Die Schuhe passen noch, das Shirt ein bisschen enger. Beim letzten Marathon war die Vorbereitung länger. Doch es zählt die Erfahrung von etlichen Jahren. Man gewinnt hier im Kopf und nicht auf der Bahn. Der Startschuss ertönt, die Konkurrenz zieht vorbei. Ich bin nicht aus der Puste, nein, ich teile mir nur ein. Doch kurz vor meinem ersten Runners High, der unglückliche Blackout bei Kilometer 2. Ich erwache Sanitätszelt, alles leicht verschwommen. Das Rennen zwar verpasst, doch die Urkunde bekommen. Und während ich mit Wadenkämpfen Richtung Ausgang lauf, nick ich mir im Stillen zu und denk, ich hab es immer noch drauf. Mit mir ist zu rechnen, trotz aller Gebrechen. Ich hab es immer noch drauf. Ich bin immer noch wer, manchmal atme ich schwer. Ich hab es immer noch drauf. Ihr wisst, wonach mir zu suchen ist. Ich bin bei den Kuhen, geht's und mach einen drauf. Wieder raus mit den Jungs, heute ohne die Frauen. Oh yes. Verschließt die Gartentore, the boys are back in town. Erst eine Runde Schnaps, dann eine Runde Schnaps. Verschwitzt und mit Schmerzen im Kopf werd ich wach. Wir bezahlen die Rechnung und verlassen die Bar. Das sieht alles aus wie früher, wir waren lang nicht mehr da. Wir ziehen durch die Clubs, alle Läden der Stadt. Der DJ spielt die Hypes, das wird unsere Nacht. Völlig kaputt, brauchen Luft, doch noch draußen der Gras hat. Fast schon halb elf, die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Wir teilen unseren Taxi, müssen morgen früh raus. Wir nicken uns zu und wissen, ich hab es immer noch drauf. Mit mir ist zu rechnen, trotz aller Gebrechen. Ich hab es immer noch drauf. Ich bin immer noch der, manchmal atme ich schwer. Ich hab es immer noch drauf. Ihr wisst, wonach mir zu suchen ist. Ich bin bei den Kuhen, geht's und mach einen Raum. Ich habe ein E-Bike und ich grüß durch die Stadt. An der Bushaltestelle steige ich kurz ab. Ich trage meinen Helm, da sind Malte und Uwe. Die beiden gehen mit meinem Sohn in die Stufe.
zwei Zeigefinger für ein cooles Hallo. Grüße gehen raus von meinem Sohn. Malte lächelt schief, während er auf seinem Scooter sitzt. Uwe will wissen, wer der miese Boomer ist. Boomer ist, Boomer ist, Boomer ist. Boomer am Arsch, ich hab TikTok gekauft. Blauer Hack bei Insta, laughing out loud. Tschüss, ihr zwei Bratans, voila, peace out. Unsichtbarer Mic Drop, ich hab es immer noch drauf. Trotz aller Gebrechen, komm ich immer noch drauf. Ich bin immer noch wer, manchmal hat mich schwer. Ich hab es immer noch drauf. Ihr wisst, wonach mir zu suchen ist. Ich bin bei den coolen Kids und mach keinen Blau. Wir fahren nach Süden in den Sonnenuntergang. Das spricht mich gerade für unsere Orientierung. Ziel ist Sizilien, dort spricht man Italienisch. Das spricht hier keiner, doch wir haben eine App. Spontane Urlaube sind toll, das Auto alt und viel zu voll. Es ist eng und wir zu viert, die Fenster klemmen und selbstverständlich ist hier nichts klimatisiert. Im Ford Fiesta von meiner Schwester bis zum Meer ein gutes Stück und dann auch hoffentlich zurück. Im Ford Fiesta von meiner Schwester, es läuft hier nonstop Bravo Hits, weil keiner Fiesta. Die erste Rast auf der Autobahn ist unsere. Das liegt daran, dass wir Kühlwasser wollen. Das ist kein Rost, der Wagen hat Patina. Das ist Latein und das bedeutet Rost. Zwei Stunden Parkplatz kurz gepennt. Toilette kostet 70 Cent. Kapitalismus nervt extrem. Deswegen wird jetzt wild gepinkelt gegen das System. Im Ford Fiesta von meiner Schwester. Granini-Flasche aufgemacht. Lecker frischer Apfelsaft. Im Ford Fiesta von meiner Schwester. Fahr jetzt bitte nur geradeaus, die Flecken kriegst du nicht mehr raus. Im Ford Fiesta, im Ford Fiesta. Im Ford Fiesta riecht es irgendwie nach Gummi. Kann es sein, dass der Motor seltsam klingt? Wo kommt denn plötzlich all der Rauch her? Heißt es, dass die Anzeige da blinkt? Ich fahr den Wagen hier rechts ran, wusst nicht, dass Rost so brennen kann. Daumen raus und gute Fahrt. Und falls die Polizei kommt oder irgendjemand fragt, der Ford Fiesta ist von meiner Schwester. Das war sie wirklich ganz allein. Ich hab nicht mal den Schein. Und in den nächsten Urlaub fahren wir mit dem Toyota Corolla von Opa und Oma. Marco, merci und lieber Nick, that's what I call Enkeltrick. Der Toyota Corolla von Opa und Oma. We'll be right back.
So. Jetzt beschwören wir alle Punk-Dämons dieser Erde. Ein Haus, ein Kind, ein Baum, das haben schon andere geschafft. Mensch, das wäre doch gelacht, wenn ein Haus, ein Kind, ein Baum mich vor Probleme stellt. Denn es gibt so viele Häuser und Kinder und Bäume auf der Welt. Ich gehe zur Bank, ich trug meinen schönsten Schlips und auch meine schönste Hose, es brachte beides nichts. Ich ging zu meinen Eltern in meinen schönsten Schuhen. Wenn es meine eigenen sind. Und was man dafür braucht, weiß ich von Blümchen und von Bienen. Meine Frau und kein Kondom, mit Letzterem kann ich dienen. Ich zeigte mich im Internet von meiner schönsten Seite. Junger Mann mit kühner Wunsch, nur leider nicht der Geilste. Ich hatte auch ein Blind Date, das lief fürchterlich. Mama, was machst du denn hier? Das heißt kein Kind für mich. Time.
Zeiten von Amazon Prime. Ich hab verlernt, was es heißt, geduldig zu sein. Die Gefühle sind billig per Overnight Express. Wenn du bereit bist, ich warte. Our magic is done here.